Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Children of Morta. Wir sind immer noch in den Kaldipo-Höhlen. Ich hab's leider wieder nicht geschafft. Und ja. Es ist Fertigkeitsstufe 2. Er ist auf 4. Gleichen Blut, die maximale Gesundheit aller Familienmitglieder. Wir machen jetzt mal nochmal mit der Ding weiter, weil mit der ist eigentlich am besten gelaufen. Die Stärke ist jetzt, wir haben die Stärke erhöht. Und wir müssen sie noch ein bisschen leveln. Weil sie ist ja auch erst auf 2, ne? Ein bisschen Kohle brauchen wir noch. Wow, 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 wow. So, straightforward. Und wir haben jetzt die Dinger freigeschalten. War sehr gut. Weil jetzt kriegen wir mehr Kohle scheinbar. Komm her, ich bin mega stark. Na ja, super. Macht meine jetzt plötzlich Crits. Bisher gefällt mir auf jeden Fall wirklich, ich habe jetzt ein bisschen überlegt, wie eigentlich am besten, weil ich war schon immer eher der Mobilität vor Stärke zieht. Sprich, Dark Souls bin ich lieber der gewesen, der wo ausgewichen hat. Wobei es jetzt natürlich kein Dark Souls ist, aber halt, ihr wisst, was ich meine. Warum schießt du über die drüber? Ach, mir egal. Ah, unser Ding geht gleich auf. Schnell mehr Kohle sammeln. Halt. Hätte ich jetzt fast übersehen. Es wird halt auch jedes Mal, wenn wir sterben, was Neues freigeschalten, habe ich nochmal jetzt gemerkt. Jedes Mal, wenn wir einen Durchgang machen, ist irgendwas. Hä? Was habe ich jetzt erwischt? Oh. Aha. Oh. Böse Fledermäuse? Nein. Nicht die Mama. Lustigerweise haben wir bei ihr beim Durchgang aber auch keine. Diese schwarzen sind schon echt schlimm, die weichen oder diese lilanen eher. Das Kraftwerk gibt die Bergen und Gegnern Schaden zu. Wow. Ja gut, das ist halt eher Nahkampf, ne? Kannst du aufhören, dich zu verstecken, böse Skill. Ich brauch so ein Ding, Mann. Machen wir eine Map? Okay, ging's nirgends weiter. Mann. Verlust der Geschicklichkeit. Wobei Geschicklichkeit halt eher danach ausschaut wie Obelisk, ich bring mich jetzt gleich selber um. Reinigung, 13 Gegner getötet. Wow. Das war nicht mal gezielt. Ey.
Verdammt, jetzt habe ich da schon wieder so ein Ding und hab noch nichts. Aber jetzt gehen wir erstmal Fertigkeiten. 160 Damage. Das ist ja passiv, ne? Okay, dann machen wir erstmal mit dem Ding mehr Schaden. Energiehammer. Okay, erstes Level haben wir durch. Geht es jetzt mal schneller? Einige Angriffe führen dazu, dass du zusätzlich eine Axt wirfst. Cool. Das ist cool. Kann es sein, dass die... Ich meine, die Levels werden ja immer zufallsgeneriert zusammengeschmissen. Dass die jetzt kürzer geworden sind? Oder ich rasche einfach bloß schneller durch, das kann natürlich auch sein. Was ist die Blume? Erfahrungsgewinn über... Her damit! Mehr Gegner! Scheiße! Boah! Ich hab vergessen, dass diese verdammten Mistkerle... Man kann aber auch nicht mehr zurück, ne? Was voll ätzend ist. Alter! Die Dinger sind schon echt fies platziert. Yeah, ein Steinchen. Ja super, jetzt habe ich zwei. Vorher habe ich zwei liegen lassen müssen, ihr Penner. Eine maximale Gesundheit. Ey, jetzt finde ich lauter verdammte Reliquien, ne? Kann das sein? Sprich, welche, die wohl halt gleich aktiviert sind, ohne dass ich irgendwas machen muss. Es versteckt sich lustigerweise immer genau eine. Genau. Eine einzige Fledermaus im Ding. Irgendwas? Nope. Schnell mehr töten. Ich muss echt auf meine Ausdauer aufpassen. Oh, da ist es schon der Ausgang. Stark. So, und was gibt's jetzt? Tired of being called shady, he instead adopted the title Mysterious Shopkeep. Oh nein, ich hab bloß zwei. Ich will den Drachen haben. Ich hab noch keine Reliquie. Zauber hab ich auch noch keinen. Gebt mir noch ein so ein Ding, her damit. Oh scheiße, da ist eine Truhe. Geht's auf jeden Fall noch weiter.
Ah, mehr Gegner. Oh, ist schon rum. Ah, scheiße. Okay, da unten geht's noch weiter. Wir müssen leveln. Lele leveln, lele leveln. Wobei man eigentlich eher Kohle wie Level drauf, ne? Holy shit, ey. Eieiei. Manchmal. Aber nur manchmal. Uah. Die schreien so. Ja, mit dem Zeug. Oh, was ist denn da wieder drin? Oh, ist das das Ding, was ich brauche? The Generis Mushroom was vital to any concoction with the purpose of healing. While naturally poisonous, any skilled brewmaker could extract the important properties without danger. Na, haben wir jetzt vielleicht das, was wir brauchen, um unser Hühnchen zu, um unseren Wolf zu heilen? Das ist die Frage, ob das nicht vielleicht gescheiter gewesen wäre, beim Boss zu benutzen, ne? Der Boss, der setzt ja voll auf Masse. The sight had become painfully all too familiar. The sorrow always hard for the Guardian to bear. Not able to save. When all was thought lost. When the struggle was becoming too heavy a burden, a young voice cried out. Stifling his sobs, a small boy spoke of his mother. She was not far away, and returning to her was his only need. Mutter noch dort ist, wo ich sie zurückgelassen habe. Flüchtlingskind zu seiner Mutter. Oh Gott, er kann sterben. Alter! Oh nein! Oh shit! The young child slipped away, speaking of his mother, this final one. The hero's burden bore down two on their shoulders. Ja, warum waren da auch so viele? Oh, das ist doch scheiße. Boah, fuck, was bist du für einer? Ein Zauberer.
Oh, nervt mich das jetzt, dass ich das nicht geschafft habe. Ja, der läuft aber auch einfach los, Mann. Mann. Ja, Energie haben wir jetzt wieder voll, super. Ja, sorry. Hier, der liegt aber wenigstens noch davor, du kannst ihn wenigstens beerdigen. Ja, shit, da war wieder was, ne? Okay. Ah! Was zur Hölle, warum? Die waren doch alle tot. Tauchen die hier einfach auf? Das ist super, jetzt habe ich wieder Energie verloren. Ja, die können die doch nicht einfach spawnen lassen. Gut, können sie schon, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, Energie, Energie, Energie. Naja, jetzt können wir wenigstens ohne Gewissensbisse das Ding da aufmachen, weil wir eh keinen dritten bekommen haben. Achso, das ist das Zurückkehren. Achso, da oben ist, ist der Boss einfach. Eins haben wir. Können wir uns irgendwas für eins leisten? Drei. Energie halt, ja, super. Ja, Energie zu kaufen wäre jetzt eine totale Verschwendung gewesen. Habe ich eigentlich irgendwas? Einen habe ich. Genau, eins am Voran. Solange Linda sich nicht bewegt, verursacht ihre Pfeile mit jedem Schuss mehr Schaden. Er treibt ihre Fähigkeit kurzzeitig bis an ihre absoluten Grenzen und erhöht ihr Angriffstempo. Du hast den Zorn der Wächter freigeschaltet. Primärangriffe füllen nun deine Wutbalken auf und das ganz vollständig aufgefüllt. Das kannst du mit Citadel deinen Zorn der Wächter auslösen. Oh. Ich dachte, das kann ich als Fähigkeit benutzen. Was ist das? Tausch göttliche Reliquien nach ihrer Verwendung gegen zufällig andere göttliche Reliquien aus. Naja, kann ich das auch so. Bekomme ich dann auch was, wenn ich nichts habe? Wow. R. Oh. Ich kann ja, ich hab keine. Jetzt wird's lustig. All eight eyes studied the one so willing to walk into their own tomb. Wir müssen die Brutmütter auf jeden Fall killen und aufpassen, wenn der hochgeht. Das ist doch scheiße, so viele Dinge auf einmal musst du machen, ey.
creature howled in anguish as death slowly beckoned to bestow its peace. Oh, scheiße. Ich hab's geschafft, gerade so noch. Oh. The Bergson could go no further. The path blocked. The life crystal, as if filled to the brim with life, started to pulse. A way had opened, a step closer to the spirit at the heart of the caves. For before taking that step, caution dictated a return to home to inform the family of the newfound passage. Alter Schwede. Dauer des Runs, 19 Minuten. Getötete Gegner 405. Morph gesammelt, 27 Edelsteine, 4. Edelpilz gefunden, Manuskript für Präzision gefunden. Alter Schwede. Ich dachte jetzt, ich gehe noch drauf. Weil die so viele Viecher auf einmal rausgehauen haben. Wo ist der Tisch hin? Worried for the missing boy, Ben thought that maybe he should have hidden the daggers better. Margaret, in her wisdom, knew that nothing would have remained hidden from Kevin forever. Now, she only encouraged her son and his daughter to hurry and find him. Könnte man machen, ne? Kevin returned from his saga with barely a scratch, yet he found no appreciation from his family, especially his father. Despite having Linda on his side, his father was still mad at him for endangering himself and worrying them all, including his pregnant mother. His favorite line, asking how he could be so inconsiderate. He wondered whether Uncle Ben would understand his bravery and initiative better. With his heroic act unrecognized, the young boy waited, frustrated, expecting more punishment. What Kevin had not expected was his parents' reaction. Heartened by his courage, his father was going to teach him the ways of battle, and his mother was far from the frail and always worried housewife she had seemed. A Bergson through and through, she gave him her blessing and asked only that he temper his courage with caution. Uncle Ben was the happiest of them all. Not only had his nephew held his own in combat, but had done so with the weapons he had made for him. Kevin only wished his older brother Mark was there to witness his rise to the family calling. Ob der Mark auch irgendwann auftaucht? Defeated, the Spider King had been removed from the path leading to the halls of Anaya Dire. Although the pestering of greedy goblins might still prove dangerous along the way. Uncle Ben was pointing out possible routes forward, speaking of the troubles pilgrims had run into in the Lost Trenches. Mehr Story? Jetzt. Machen wir was? Tap, 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 tap. Kevin ist ab jetzt in deinem Charakterauswahl verfügbar. Das Upgrade Präzision wurde freigeschaltet. Jedes Mal mit Margaret einen Steintopf setzen für bla bla bla. Was ist da oben? Irgendwas ist da. The past holds both the joy and bitterness of time. Sheila could help them, as John said, but Ben could not bring himself to overlook the sting of their past relationship.
Wer zur Hölle ist Sheila? Jeder geht auf diese Mission, nur ich darf nicht gehen. Die Mutter ist nicht Sheila, ne? Ich kann nicht aufhören, mir Sorgen um Kevin zu machen. Er ist so unvorsichtig und leichtsinnig. Da! She knew where it was coming from. Her ancestors had spoken of such corruption flooding down the mountain. But Grandma Margaret wanted to know what it was and what needed to be done to destroy it. Ja, und kann ich jetzt den Hund heilen? Ich hab doch was gefunden. Über die Effizienz von Obelisk-Effekten. Ne, 400 sind mir momentan einfach zu... kritische Trefferschuss der Bergens. Auf 5% mit 200, aber ich würde trotzdem eher wieder da drauf gehen. Sonst ist ja nichts mehr. Okay. Der trainiert, ich werde jeden Tag trainieren. Niemand versteht mich außer Onkel. Okay, aber an der Stelle bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge von Children of Mordor. Macht's gut und Servus.